Papa? Papa, Charlie hat gesagt, sein Vater hat gesagt, Eigentum verpflichtet. So? Das steht im Grundgesetz, hat er gesagt. Da steht so manches. Du, was meint er eigentlich damit, Eigentum verpflichtet? Ja, dass man das, was einem gehört, auch pflegt und in Ordnung hält. Deine Spielsachen zum Beispiel, oder deine Schulhefte oder deine Kleider. Dass man immer seine Schuhe putzt und so weiter. Steht das im Grundgesetz? Nein, das nicht. Ich meine das ja nur im übertragenen Sinn. Das Grundgesetz bezieht sich auf die Leute, die wirklich was besitzen. Häuser zum Beispiel oder Fabriken und so. Charlie hat aber gesagt, ihr Hausbesitzer lässt das Haus, in dem sie wohnen, mit Absicht vergammeln. Damit will er Charlies Vater und die anderen Mieter vergraulen. Und warum? Naja, das soll so ein Bürohaus hin. Naja, so ein Bürohaus wirft natürlich eine Menge mehr ab. Charlie hat gesagt, sein Vater hat gesagt, Mietshäuser sollten alle verstaatlicht werden. Das verlangen so viele, ich weiß noch nicht mal die Users. Wenn ich aber meine Schulsachen vergammeln lasse, bist du auch ganz schön sauer. Deshalb will ich sie dir noch lange nicht wegnehmen. Und wenn ich sie selber verkaufe? Dann kriegst du eins hinter die Ohren. Und Charlies Haus wird? Nun sag doch! Darf der das? Charlies Hauswirt ist ein freier Mann. Er kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Auch das garantiert ihm das Grundgesetz. Wenn er es aber in Ordnung halten muss? Ist ein Bürohaus etwa weniger in Ordnung als ein Mietshaus? Ein Bürohaus? Ja, wo sollen Charlies denn da wohnen? Weiß ich doch nicht. Ich kann schon wieder was finden. Wir machen die Gäste unseres D167 darauf aufmerksam, dass der Speisewagen im vorderen Drittel unseres Zuges geöffnet ist. Die Gäste, die zu speisen wünschen, werden... Oh ja, gehen wir in den Speisewagen? Wieso? Um was zu essen? Ich habe jetzt überhaupt keinen Hunger. Aber ich einen richtigen Kohldampf habe. Ach, das kann doch nicht sein. Du hast doch gerade erst 2 Bananen und eine halbe Tafel Schokolade verdrückt. Ich habe aber Hunger. Na schön, dann essen wir die Brote, die uns die Mama eingepackt hat. Ach, die Stullen. Darauf habe ich gar keinen Appetit. Ich denke, du hast Hunger. Ich auch, aber im Speisewagen habe ich Hunger. Du weißt, dass das Essen im Zug sehr teuer ist und außerdem ist es nicht mal gut. Mir schmeckt's aber. Dir schmeckt's ja immer, wo es viel kostet. Ist gar nicht wahr. Du bist ja ein Knauser. Ach so. Ich nehme mir extra einen Tag frei, um den Herrn Sohn zur Oma in die Ferien zu bringen. Ich spendiere schon auf dem Bahnhof eine Cola, weil der Herr Sohn eine Cola trinken möchte. Und dann muss ich mir sowas sagen lassen. Knauser. Ich. Ja, war ja nicht so gemeint, nicht? Ach so. Wie war's denn gemeint? Wenn wir sonntags ins Gasthaus essen gehen wollen und du nicht willst, sagt Mama das auch immer. Ich sei knauserig, sagt sie, ich weiß. Ah, du und die Mama, ihr seid euch ja da einig. Das ist doch wahr. Ach, still jetzt und hier, nimm das Brot, sonst passiert noch was. Papa? Was ist? Sind wir in unserer Wohnung eigentlich sicher? In unserer Wohnung? Wieso sicher? Na, wenn der Hauswirt von Charlies doch einfach abreißen will, vielleicht fällt das unserem ja auch noch ein. Das wünscht man ja doch nicht. Warum denn nicht? Weil wir in einer Sozialwohnung wohnen. Das weißt du ja inzwischen. Ist der Herr Münchmeier ein Sozialist? Na, der Münchmeier ein Sozi. Kommst du denn darauf? Ja, wenn ihr doch Sozialwohnungen vermietet? Nein, mein Gott. Ein Sozialist ist der nicht. Und warum kann der uns nicht auch raussetzen wollen, wenn der auch ein Bürohaus bauen will? Weil er das gar nicht darf. Ja, warum denn nicht? Weil das eben eine Sozialwohnung ist. Dafür hat er ja vom Staat auch billiges Geld bekommen. Billiges Geld? Was ist denn das? Na, sagt man halt so. Der hat zum Bauen vom Staat Zuschüsse gekriegt. Billige Kredite, für die kaum Zinsen zu zahlen sind. Dazu enorme Steuervergünstigungen. Ist schon halb geschenkt. Geschenkt? Warum kriegt denn der was geschenkt vom Staat? Und du weißt doch, nach dem Krieg waren noch so viele Wohnungen kaputt, ganze Städte. Ja, ich weiß, von den Bomben. Genau. Und damit die möglichst rasch wieder aufgebaut werden, hat die Regierung nach dem Krieg eben eine Menge Vergünstigungen geschaffen. Für wen? Ja, für die Leute, die eben Geld und Grundstücke haben. Damit sie ihr Geld in Wohnungen anlegen, hat man ihnen... Noch Geld dazu geschenkt? Nein. Oder nur indirekt, ja. Charlies Vater hat gesagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Naja. Wieder mal eine typische Spruchweisheit von Charlies Vater. Aber schließlich hat der Staat ja nicht nur was gegeben, er verlangt ja auch was. Was denn?
Na, zum Beispiel, dass sie nicht beliebig die Mieten erhöhen für eine Sozialbauwohnung oder gar irgendwelche Betriebe reinholen für teures Geld. Und wenn sie es doch machen? Und wenn sie bestraft. Man will ja hier eben den Wucher verhindern, damit sich auch Leute, die nicht so viel Geld haben, eine anständige Wohnung mieten und halten können. Du, Papa, warum mietet sich Charlies Vater denn keine Sozialbauwohnung? Weiß ich doch nicht. Vermutlich, weil er zu viel verdient. Was hat denn das damit zu tun? Weil nicht jeder eine Sozialwohnung bekommt. Es richtet sich nach dem Verdienst. Wer mit seinem Lohn oder Gehalt über eine bestimmte Grenze kommt, kriegt keine. Verdient denn Charlies Vater mehr als du? Nein, das sicher nicht. Und warum haben wir dann eine Sozialbauwohnung und er nicht? Ja, vor 11 Jahren, als ich die Wohnung gemietet habe, da war mein Gehalt natürlich niedriger als heute. Obwohl es genau genommen auch damals schon zu hoch war. Und du hast die Wohnung trotzdem bekommen? Ja. Ich hatte eben ein paar Beziehungen. Was denn für Beziehungen? Ich kannte eben ein paar Herren von der Siedlungsgesellschaft, die für die Zuteilung zuständig waren. Die haben dir die Wohnung gegeben, trotzdem du sie gar nicht hättest haben dürfen. Das heißt nicht trotzdem, sondern obwohl. Aber war das nicht Beschiss? Drück dich mal gefälligst ein bisschen anständig aus, ja? Hätte ich vielleicht damals auf die Wohnung verzichten sollen und jahrelang irgendwo eine Wuchermiete zahlen? Aber du sagst doch selbst, dass diese Wohnungen nur für die Leute mit wenig Geld sind und für die soziale Gerechtigkeit. Du, ich glaube, wir sind bald da. Der Zug fährt ja schon langsamer. Ja. Wir müssen gleich da sein. Als ob es immer um die Gerechtigkeit ginge. Bei meinem heutigen Gehalt hätte ich die Wohnung ja schon gar nicht bekommen. Aber wenn doch die Vorschriften sagen, dass... Ja, die Vorschriften. Die Vorschriften sind oft so idiotisch, die versteht kein Mensch. Auch du nicht? Nimm doch zum Beispiel mal unsere Wohnung. Sie ist ja bestimmt nicht übermäßig groß. Aber die durfte damals nur an eine 5-köpfige Familie vermietet werden. Aber wir sind doch nur zu dritt. Na eben, sag ich ja. Die Mama, du und ich. Da mussten wir unsere Familie eben aufstocken. Verstehe ich nicht. Ach Gott, damals haben wir einfach Oma und Opa bei uns einquartiert. Pack doch schon mal die Sachen zusammen. Mhm. Und vergiss die Tasche da oben nicht. Aber das stimmt doch gar nicht. Die haben doch nie bei uns gewohnt. Nicht wirklich, aber auf dem Papier schon. Was heißt denn das? Lass hier nichts liegen, ja? Ich habe eben einfach geschrieben, die Oma und der Opa seien schwer krank. Die müssten bei uns wohnen, damit wir sie pflegen. Aber das war doch gelogen. Ach Gott, was heißt denn gelogen? Was hätte ich denn machen sollen? Damals brauchten wir das eben, den Opa als Papiertiger und die Oma als Papierdrachen sozusagen. Ach, die Oma als Papierdrachen, das ist gut, das muss ich ihr sagen. Untersteh dich. Guck mal lieber raus, ob du Oma schon siehst. Mhm. Ja, du, da ist sie, mit dem Riesenhut. Oma, Oma! Schreit doch nicht so. Guck mal, die Oma winkt, sie hat uns gesehen. Menschenskind hat den Hut auf. Und sagt der Oma nichts von dem Papierdrachen. Warum denn nicht? Oma, der Papa hat gesagt...